Ich bin ja das erste Mal in Las Vegas. Hier oben ist noch sind noch mehrere Fragezeichen. Wenn du nichts dagegen hast, fahre ich schon mal ein bisschen in die Stadt. Ja, mach das. Las Vegas Sightseeing. Was haben wir denn hier noch? Ja, hast du dir verdient. Du bist schon Oder? So schön hier fahre. Hast du dir Siehste. verdient. Dann fahre ich erst dahin und da sieht aus, als hätte ich eine Werkstatt. Können wir da auch nochmal rein? Also setze ich erstmal da und fahren. My mission is to protect you. Come with me, if you want to live. Schwarzenegger spricht wieder mit mir. Hat sich nur aufgehangen anscheinend. Wegen dem Portal. Oh, das kann natürlich sein. Ah, das Ding ist natürlich. Es ist Nacht, ne? Dann können wir eh nicht zum Händler. Also nicht so wirklich. Aber du kannst ihn ja zumindest aufdecken. Ja. Und das Gute ist, dann fahre ich halt ein bisschen jetzt den Tank leer und in der nächsten Mission wird der wieder aufgefüllt. Ja. Und ganz zur Not muss ich eh gleich noch mal Turn left. Wie heißt denn das? Woanders hin? Weil ich wollte ja noch mal zum Kenwood-Händler, Kenworth, in 400 weil meters, turn right. Den neuen LKW. Da gibt's einen neuen LKW, genau, den neuen LKW. Ach, da bist du ja, Mindern. Warte, ich halt mal an, dann kannst du besser ausholen. Ach, bist du das? Ah. Sie. Hallo. Mindern. Ich sehe dich gleich, ne? Jo. Ja, 24-Stunden-Händler wäre geil. Aber guck mal, es wird Tag. Das heißt, wir können auch gleich in den Händler rein. Min Karl spricht nimmer mit mir. Jo, Arnie auch nicht. Aber als ich der will nicht mehr. Die neu gesetzt habe, ging das wieder. Hat sich wahrscheinlich okay. Nur aufgehangen wegen dem Portal, weißt du? Okay. Rätserum. Oh, hier ist aber policemäßig richtig was los. Oh, das ist der Krankenwagen. Ja, ist ja. Alles. Ist ja Las Vegas. Ja. Oh, alles. Feuerwehr, Krankenwagen. Da ist ja auch was los, auch ne? Mit der Kriminellen. Was für eine Fahrzeit überschreitet. Ach so, wegen. Man muss ja auch mal pennen jetzt, ne? Ja, du, wir cheaten. Nö. Wir können nicht mischen. Ich nicht. Ja. Wir haben einen speziellen Drink. Nennt sich Gin. Dann musst du nennt nicht schlafen. Keep right. And then turn right. Jawohl. Turn right. And then turn right. Turn right. Suchen wir mal. You are a ugly motherfucker. Kann ich hier auch Keep Fragezeichen? Right. Ich habe hier then, auch Fragezeichen. Turn right. Zwei Stück. Waren doch zwei. Turn right. Oder nicht? Ja, danke. Nochmal right, ne? Da, hier ist nur ein. Keep right. And then turn ach, right. Ja, zwei. Gut. Turn right. So, ein bisschen Sightseeing durch Las Vegas, so ein bisschen. Jo, mach ich mit. Wenn das okay Be back, ist. Motherfucker. Er hat es trotzdem, obwohl du es versucht hast, anders zu schreiben, turn hat er es geblockt, Wolverine. Turn left. Oh, ich glaube, ich habe jemanden angefahren. Turn left. Ja, und Marie als Mod ist nicht da, um das freizugeben, ne? Oh. Er hat nämlich statt Motherfucker hat er geschrieben Mether. Und das hat Twitch trotzdem erkannt. Okay. Oder sie konnten damit nichts anfangen. Das weiß ich natürlich nicht. Schlaue Twitch, schlau. Keep right. And then turn right. Hm? Oh. Ich hole mir auch mal gerade schnell die Fragezeichen. Turn right. Und das sogar unbewusst. Achso, du warst einfach nur zu blöde zum Schreiben. Ja, kenne ich.
Ja, vorhin hat Twitch Sachen erkannt, die habe ich auch nicht so ganz geschnallt. Nie zu schnell, ja, ja. Und keep keine right. Ausrede verlegen, der Wolverine. Turn right. Turn right. Boah. Ja, ich turn right. Ich höre irgendwo die Bullen. Keep left. And then turn left. Turn left. Okay, also das stimmt hier nicht mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich fahre gerade 81 Meilen. Okay. Oh, diese roten. Okay, aber vielleicht weil ich gerade keinen Auftrag habe. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Oh, da ist die Polente. Auch so ein schöner Oldtimer. Aber was ist hier mit Rot? Mal grün oder was? Ich habe gehört, Ampeln an, hupen, bringt was. Hat sogar geklappt. Keep right. And then turn right. Turn right. Turn right. Turn left. Turn around. You've arrived. Hasta la vista, baby. So, dann haben wir hier. Central Office. Fucking Arbeitsagentur. Und nebenan. Wow. Was haben wir nebenan? Auf der Map hier, was ist das? Wo bin ich? Da. Ich kann es nicht sehen. Zeigt er mir nicht an, oder was? Naja, gut. Ich wollte jetzt nochmal dahin. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Nein! Just kidding. Let's hit the road. Geil. Der Terminator hat gerade gesagt, I need your clothes, your boots and your motorcycle. Turn right. Just kidding. Sehr geil. Jetzt verpiss dich da. Ich will rückwärts hier rausfahren, du Ochse. Sonst ist hier gleich was los. Oh, was für eine Fotze. Das ist ja... Ist er jetzt weg? Ne, er steht da immer noch. War ich dir reingefahren bin so ein bisschen oder was? Ich hab dich angetickt. Das war's. Ochse. Ja, dann bleib doch da stehen. Ist mir doch egal. Dann fahr ich dich halt. Oh nein, es fängt an zu rennen. Echt? Ich hab hier noch Sonnenschein. Bei mir ist es am rennen. Keep left. Aber du warst doch ziemlich in meiner Nähe. Ich hab dich eben auf der Map ja. gesehen. Turn left. Das ist das Phänomen von ATS jetzt, und ETS. Jetzt habe ich auch Regen. Was war denn nochmal? Keep right. And then turn right. Okay. Jetzt rechts. Jawohl. Achso, du fährst ja. P. Turn P. right. Ja, habe ich gemerkt, Schleicher. Das habe ich gemerkt, dass die nicht mehr klarkommen. Keep left. And then turn left. Mhm. Turn left. Boah, die quietschen ever. Bray. Entschuldigung. Oh, da kommt die Cola durch. Spülen wir noch mal mit ein bisschen Tee nach. Mm.
Ich habe wieder gehupt und es wurde wieder grün. Das war nice. So, Volvo-Händler. Nice, okay. Halt. Nein. Ich könnte schon wieder kommen. Scheißrote Ampeln hier. Gucken, ob ich dich noch einhole. Du warst vor mir. War ich? Also du warst schon hier, als ich eben geguckt habe. Du bist nur links gefahren. Da, wo du jetzt bist, will ich ja hin. Ach so, okay. Weil ich war erst noch bei einem anderen Fragezeichen, was nur eine Arbeitsagentur war. Und jetzt wollte ich zu dem Händler, wo du bist. Ja, dann fahre ich jetzt wahrscheinlich zur Arbeitsagentur. Wahrscheinlich. Endlich. Endlich. Müsste dann aber gleich mal ein kurzes Päuschen machen. Können wir. Wie gesagt, ich muss dem Hund auch gleich nochmal die Windel festmachen. Jo. Aber, oh, viel zu schnell. Genau, Josie. Ich brauche einfach mal Blaulicht. Dann hält mich wirklich keine Ampel mehr auf. Das ist nice. Nee, und ich will ja auch gleich einmal kurz einen Shop und so. Also alles gut. Du kannst dir gerne kurz Kleid, Zeit für die Porzellanabteilung nehmen oder was auch immer. Keep right. And then ja, Porzellan und ein Lungenbrötchen. Oh, das ist nicht gut. Turn right. Ich weiß, aber was soll ich machen? Ist halt eine Sucht, ne? Ich kenne das. Ich hatte das was ja auch. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Kommt man schwer von weg. Kenn ich. Oh. Ampel rot. Keep right. And then turn right. Ampel grün. Turn right. Turn left. You've arrived. Hasta la vista, baby. Das sieht genauso aus. Der Volvo-Händler sieht genauso aus wie der, wo wir letztens alle zusammen waren. Ja, ich glaube, die sehen alle gleich aus. Ja, ich glaube auch. Das Einfachste, was du machen kannst, einfach die Assets immer dieselben nehmen. So, Wartung. Wir gucken mal in die Wartung. 1% Schaden bei Motor, Getriebe, wie auch immer, was weiß ich. 10% Verschleiß bei der Aufhängung. Also ich muss noch nicht unbedingt was machen. Weiß ich nicht. Ah, Arbeitsagentur. Jut. Das hier könnte man, glaube ich, austauschen, weil... Boah, das kostet viel zu viel Geld. Das muss das Boot abkönnen, Herr Kaloy. Ach scheiße, ich habe noch gar kein Tuning-Pack gekauft. Ich wollte unbedingt noch ein Tuning-Pack mal kaufen für die Karre. Habe ich schon was freigeschaltet? Oh, Rattlesnake. Alter. Wie das aussieht. Es soll ja eigentlich grün bleiben von der Lackierung, ne? Gibt es auch irgendwann Lackierungen, die nicht den ganzen LKW einnehmen oder so? Ja, mit Mustern und so gibt es dann. Gibt es. Weil jetzt habe ich, bis jetzt habe ich echt nur. Was ist das? Sie ist ja meine Lackierung. Also. Ach, ich habe jetzt eine benutzerdefinierte Farbe und es gibt auch noch eine Metallic-Lackierung. Ach, guck an. Ich habe gar keine Metallic-Lackierung. Was ist da denn? Warum habe ich keine Metallic-Lackierung?
Warum sehe ich das jetzt nicht am LKW? Hallo? Das sieht man nie am LKW. Muss ich erst auf Will ich haben klicken, oder? Ich glaube. Also es war zum Beispiel als... Oder? Doch, du müsstest das doch am LKW sehen, doch. Farbe als... Ja, aber macht da bei mir gar nichts. Ich muss jetzt mal schnell. Sonst gibt's ein Malheur. Du musst die Farbe zuweisen. Wo? Hä? Dem LKW oder was? Hier steht doch nur einer. Das ist doch strange. Das ging doch auch sofort. Hä? Beim letzten Mal ging das doch auch. Farbvorlage anwenden. Ich sehe, dass ich 3 Stück habe. Aber wenn ich den anklick, sagt er mir aber, also er soll mir ja nur mal kurz die Farbe zeigen. Mehr soll er gar nicht machen. Verstehst du? War ja beim letzten Mal auch so, als ich die Farbe hier gemacht habe, hat er mir, guck, das meine ich. Dit. 3 Farben zuweisen? Bin ich verwirrt. Ah, okay. Ich muss wahrscheinlich erst die erste nehmen und grün machen, oder was? Ja, ich habe 3 Felder. Ich hab's geschnallt. Ich bin einfach nur dämlich. Danke. Das hat wieder gezeigt, wie dämlich ich bin. Schön knalliges Grün. Aber... Was sind die anderen Farben? Na gut, gucken wir gleich mal. Also, was ist das? Ach, du ahnst es nicht. Okay. Hier ist noch irgendwie eine zweite Farbe mit drin. Ach, du ahnst es nicht. Warte mal, die Farbe... Als Vorlage speichern. Der soll richtig knallig grün werden. Und was ist das? Das sehe ich noch nicht. Ah, das andere sind wirklich nur Schattierungen, okay. Ja. Ich verstehe. Nee, okay. Wenn wir das jetzt eine andere Farbe machen. So ein bisschen. Also ein bisschen dunkleres Grün. Kommt das ja auch ganz geil. Glaube ich. Die Schattierung habe ich noch nicht so rausgefunden, wo die ist. Und macht auch irgendwie, hallo, keinen wirklichen Unterschied, ne? Ah, doch, da. So ein bisschen. Da. Wenn wir da jetzt noch so einen gelben Touch mit reinkriegen, so wegen kaktusmäßig, ne? Sieht man sehr selten, aber es ist da. Würde ich ganz cool finden. So, bestellen. Zack. Zubehör, oh, da war ja so viel. Wir haben jetzt die.
eine neue. Ja, es ist auch so. Da kommen wahrscheinlich noch so viel geilere. Jetzt hast du aber nicht gespeichert. Wie nicht gespeichert? Was? Alle so, meinst du, ne? Als Farbvorlage. Das hier. Ja, okay, verstanden. Danke. Also, das ist halt immer so, bei Zubehör ist immer so die Sache. Also entweder man macht das schon jetzt so für einen Tausender, weil das natürlich schon die geilere Dings ist, ne? Schon ganz anderer Truck. Zack, bestellen. Ha. Schöne Gullideckel, Felgen, die müssen sein. Obwohl, das sind noch nicht so die richtig geilen. Da gehen wir mal noch von weg. Reifen, was haben wir da jetzt? Dynamics Roadmaster. Ich weiß nicht, was die Roadmaster bewirken oder ob die überhaupt was bewirken. Bau erstmal einen anderen Motor ein, wenn es geht. Ja, hast du auch recht. Ich glaube, ich habe schon einen. Oder? Nee, geht aber auch noch nicht. Oh, was ist das denn hier? M11. M11 oder Cummings? Was ist da der Unterschied? Cat. Ach, du Kack. Gibt auch noch verschiedene Marken. Oh Gott. Was ist denn da der beste Motor, ey? Ja, leckt mich in die Fresse geschissen. Gut, noch nicht genug Geld. Getriebe haben wir momentan das Beste. Ja, wir gucken nochmal nach Zubehör, so ein bisschen. Kenworth, also da müssen wir das Bild ein bisschen drehen, genau, sehr gut. Da sind immer so kleine Sachen, die viel ausmachen. So, bestellen. Nee, Warenkorb. Was? Stellung löschen. Wo bist du denn? Da hinten. Ich weiß das auch nicht. Lohnt sich das denn jetzt, zu dir rüber zu fahren, oder soll ich hier einfach rüber fahren? Also ich fahre ja von hier irgendwann weiter, ne? Okay. Guck mal, ja, hier, 1100. Das wird bestellt. Ich liebe sowas. Ich lasse mein LKW gerade so ein bisschen geiler aussehen, ne? Weil sowas liebe ich. Schleicher sagt zwar, mach erstmal einen anderen Motor. Und ich denke mir, ja, aber Motor ist langweilig. nein, ich habe kein Geld für einen anderen Motor. Leider. Sonst würde ich das wahrscheinlich auch machen. Jawohl, das muss bestellt werden. Ich drücke zwischendurch immer auf Bestellen, weil das mit dem Leute, mit dem, wie heißt das? Mit dem Warenkorb, das geht mir nicht in den Kopf. Da ist immer so viel drinne, obwohl ich da gar nichts zugefügt habe, sondern mir einfach nur angeguckt habe. Kenworth. Ja, das ist zoomen. Können wir noch zoomen? Nee, können wir nicht. Doch, jetzt. Da. Kenworth. Oder den. Ah, nehmen wir den. Ich baller gerade mein Geld raus für Sachen, die keine Sau interessieren. Ha. Was ist das? Brauchen wir alles nicht. Lichter, okay, verstehe ich. Horn Adapter. Muss nicht immer auf Bestellen gehen. Klick doch einfach weiter. Ja, aber da war jetzt eben so viel in dem Warenkorb drin, was ich nicht kaufen wollte. Deswegen habe ich das gemacht, weil ich das System dahinter gerade nicht verstanden habe.
Ich stelle mich halt gerade wieder erst wie der letzte Honk an. Kann man gut, ne? So, haben wir noch irgendwas an Aussehen des Trucks? Was haben wir hier noch? Sieht das in Wagenfarbe geiler aus? Würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin Chrom-Fan. El Cromo. Aha. Ja, nehmen wir auch noch dazu. Alles dazu. So. Interieur haben wir ja noch nichts Neues freigeschaltet. Kabine glaube ich auch nicht. Alles erst ab Level 10. Davon bin ich noch weit entfernt. Okay. Gehen wir mal hier raus. Ach, ich lasse dem Hund seine Windel. Der pennt gerade tief und fest. Will ihn jetzt nicht wecken. Wo bist du? Bei dem anderen Händler, ne? Bin jetzt gleich bei dir. Ach so, bist gleich bei mir. Okay.